Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur 96. Folge von unserer War to Glory. Heute wieder Donnerstag und heute ja, haben wir die Chance auf einen roten CR7, also natürlich auch auf einen Inform. Wir haben zwar keine Inform-Packs heute, weil, da ist die Wahrscheinlichkeit. Also ich habe, glaube ich, gestern bestimmt von anderen E-Sportlern, weiß ich, wie viele Top 100 Packs gesehen. Die wurden alle, ich will nicht sagen gescampt, das ist natürlich schon sehr, sehr lucky, wenn man den sieht, ne? Aber nicht einen einzigen habe ich gesehen, deswegen, hätte es jetzt auch nicht so viel gebracht, aufzusparen. Jetzt bin ich hier schon sogar weggegangen von dem Team of the Week. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel Interessantes. Wen ich noch ganz interessant finde, wäre der hier, Zielinski. Den kann man, weil ich habe nämlich Lozano in Rot. Das würde gut passen für so ein paar kreative Teams, hat auch dann eine gute Karte. Den würde ich noch gerne mitnehmen, wenn ich mir einen wünschen könnte. Und so ein Tierney kann ich immer mal gebrauchen. Oder auch Morales wegen Gaia. Das wäre auch noch okay. Ansonsten, ja, vielleicht, wenn alles nichts ist, dann zumindest einen Leibold, weil Linksverteidiger aus der Bundesliga immer so ein bisschen schwierig ist. Aber, naja, wie gesagt, schauen wir einfach mal rein. Ich habe ja Gold 1 Rewards. Damit starten wir zumindest mal mit den Player Picks und dann aber ja auch 125 K-Packs und 100 K-Packs. Auf die freue ich mich eigentlich mehr als auf die Picks. Die sind meistens sowieso nicht so gut. Aber da haben wir ja eine Chance, CR7 zu ziehen. Und deswegen, mein sehr geehrter Freund Max Malle hat ja damals den Ronaldo gezogen aus Gold 1. Immer noch bis heute eine absolute Frechheit. Und vielleicht haben wir ja Glück. Ne? Wir haben zumindest vier Stück zur Auswahl, also besser als bei Gold 3. Und ich weiß nicht, ob ich nächste Woche mal wieder zu Ende spiele, dann wahrscheinlich in Richtung Elite 1. Um ganz ehrlich zu sein, ist es so am Wochenende immer sehr entspannt und so wenig lohnt, tut es sich nicht. Deswegen gucken wir einfach mal, ob Gold 1 und solche Glyphe werden schon lange keine geile rote Karte mehr. Halt letztens Werner aus einem Upgrade-Pack. Ich will es nicht zu lang machen. Wir schauen einfach direkt mal rein und ziehen immerhin schon mal einen Leibold. Das ist okay. Und Morales. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Leibold, wie gesagt. Kann man halt mit Klostermann und so eine Menge machen. 93, 80 Sprintgeschwindigkeit. Das finde ich halt gar nicht so geil, ne? Der sollte halt ein bisschen ausgeglichener sein. Morales. Ja, den kann ich halt gut auf dem Flügel spielen, ne? In so einem kreativen Team. Wie gesagt, ich habe aber halt Deulofeo. Schwierig. Wen ziehe ich denn wohl nochmal? Also ich würde beide nehmen, das wäre für mich okay. Ich entscheide mich mal für Leibold. Komm, das ist ein Linksverteidiger, da habe ich nicht so viele. Meine HSV-Fans werden jetzt wahrscheinlich absolut jubeln. Sorry an alle Werderaner. Aber der hat, glaube ich, sogar auch mal eine Totzkarte, ne? Vorletztes Jahr oder so, ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Naja, schauen wir mal, ob wir jetzt Ronaldo ziehen, ne? Wer hat ihn? 3-1, auf geht's. Komm schon! Und Akanji. Das ist gar nicht mal so bad, muss man sagen. Das ist gar nicht mal so bad. Den kann ich sogar irgendwann mal spielen, wenn ich Bock hätte. Der hat echt eine gute Karte. Mein Spiel ist nicht unbedingt bei meinem Lieblingsverein. Aber den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist sogar ein sehr guter Pick. Also für, vielleicht können die sogar beide einbauen. Dann nehmen wir einfach Klostermann, dann habe ich den Leibold-Link. Akanji, rechts Mbabu mit Zakaria und so. Okay, Mbabu hat keine Special Card mehr. Elvedi könnte ich mir aber dann noch vorstellen. Den haben ja viele aus der Wundertüte. Also das ist eigentlich ganz okay. Ich weiß gar nicht genau, was der Akanji wert ist. Aber er wird, glaube ich, ein Stück was wert sein. Dann haben wir natürlich noch die beiden 100 K-Pack und natürlich Division Rivals. Habe ich mich mal wieder in Rang 1 gespielt. Das ist nämlich auch das Gute, wenn ich immer meine Weekend League nicht zu Ende spiele. Also ich brauche für Gold 1 nicht immer alle Spiele. Und dann kann ich noch ganz entspannt unter der Woche meine Division Rivals Spiele machen und da mich in Rang 1 spielen. Also so ist das für mich. Generell, wenn ich halt euch noch nebenbei relativ viel Content bringe. Okay, Akanji kostet sogar nur 31.000, war jetzt dann doch nicht so krass. Aber ist das für mich einfach ein Top-Rhythmus. Wir nehmen wieder die Untauschbaren, weil so habe ich halt irgendwie jeden Tag ein bisschen was zu tun. Kann da halt ein bisschen, ja, mich immer hochspielen. 235 K-Packs, 225 K-Packs. Vielleicht ziehen wir einen Headliner, vielleicht ziehen wir einen Inform. Zumindest aber ein, zwei Walkouts wäre ganz nett, um ein bisschen Futter wieder zu bekommen. Und starten aber mal ganz entspannt mit den Megapacks. Und auch wenn es jetzt kein Ronaldo war, davon geht die Welt, glaube ich, nicht unter. Ne? Davon geht unsere Erde gehen nicht unter. Unser Team ist ja mittlerweile auch recht gut. Ich glaube sogar, das war gut, dass ich Ronaldo schon gekauft habe unter der Woche. Weil der kommt jetzt wahrscheinlich erst ins Team of the Week. Dann ist er vielleicht noch ein paar Tage wieder drin. Und dann kommt ja das Team of the Year, wo er wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass EA ein Team of the Year rausbringt ohne Ronaldo. Beziehungsweise auch ohne Messi. Ich glaube, beide werden irgendwie den Weg ins Team of the Year finden. Einfach nur wegen dem Namen. Und die waren ja auch beide krass. Man denkt halt nur, die waren nicht mehr so gut, weil sie waren halt noch mal viel krasser. Aber ich glaube schon, dass die beiden und Lewandowski
eine sehr gute Chance haben. Aber ja, ich weiß auch, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht mehr so genau, wie das gewotet wird, weil jetzt startet ja auch so ein Voting. Ich meine, dass immer ein paar YouTuber und so das voten durften. Ich glaube auch aus dem deutschen Bereich. Ich meine, Ernee und so konnte das mal machen. Aber warten wir einfach ab und gedulden uns. Ich sag mal so, wie es ist. Die Packs waren jetzt noch nicht so gut, die beiden Megapacks. Ich starte mal mit den Untauschbaren, glaube ich, weil dann muss ich nicht so viele von den Doppelten immer so tauschen. Ne? Das macht, glaube ich, Sinn. Die kann ich dann nämlich direkt auf den Tauschstab machen. Wir haben Walcott. Auf geht's. Kommt, Gold Walcott. Kann kein Ronaldo sein. Jetzt kann uns eigentlich nur noch Neymar helfen. Okay, das war sogar Brasilien. Das ist Ederson. Den habe ich, glaube ich, schon. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ist halt immer die Gefahr, weil ich immer ganz auf die Untauschbaren nehme. Und nein, wir ziehen jetzt Leibold. Aber in Rot ist der ja viel cooler, ne? Sind wir uns mal ganz ehrlich. Ist natürlich belastend. Jetzt hätte ich auch gerne den anderen genommen. Vielleicht ziehen wir den ja auch noch. Den moralisch. Die kann ich auf jeden Fall alle speichern. Ederson, ja, wie gesagt, habe ich schon im Verein. Ist, wie gesagt, nicht so schlimm. Kann ich abstoßen, hole ich mir dann mal wieder. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so viele wiederholen kann, aber ich müsste eigentlich mittlerweile mir wieder ein paar. Wie gesagt, ich habe jetzt noch einen. Ich habe letztens schon auch noch einen abgestoßen im Video. Ich glaube, genau, Pogba war das. Gestern in der Folge. Ja, ist jetzt eh nur noch ein Pack, wenn wir jetzt dann noch einen Walkout ziehen. Ich glaube, zwei müsste ich mir mindestens noch wiederholen können. Zur Not ist der 86er halt weg. Das ist zumindest wieder ein Walkout. Das ist top. Das ist ein Inform-Walkout. Schauen wir mal. Deutschland, Kimmich. LOL! Holy moly, wir ziehen einfach einen 91er Kimmich untauschbar. Alter, das ist halt voll gut. Ich sag's euch. Einfach immer Rang 1 und Gold 1. Entspannte Nummer. Lul. Mal schauen, was da noch hinter ist. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Kingsley Coman, um ihn perfekt zu verlinken. Ist der zweitbeste. Leute, der kostet halt 300.000. Theoretisch könnte man jetzt sagen, schade, dass der untauschbar ist. Aber hätte ich die Tauschbahn genommen, hätte ich das zweite Pack gar nicht bekommen. Ne? 500 IQ, deswegen immer positiv sehen. Ich kann nicht viel mit dem anstellen, glaube ich. Aber ich werde den definitiv mal zocken. Und der wird zu 100. Und wenn ich den irgendwann nicht mehr spielen will, hat er einen 91er Rating, was bestimmt einen Wert von 80k, glaube ich, hat. Ja, wobei, Oblak. Aber wenn halt dann irgendwann mal gute SBCs kommen, wird der auf jeden Fall auch ordentlich ansteigen. Kann man top verlinken. Ja, das ist mega gut. Dafür könnt ihr direkt mal einen fetten Daumen nach oben lassen. Da haben wir ordentlich ausnahmsweise mal reingelackt. Das muss man mal so ganz klar sagen. Das kam, wie gesagt, echt unerwartet. Aber nehme ich natürlich ja, dankend mit. Die ganzen Jungs packe ich hier wieder weg. Und dann haben wir noch zwei tauschbare 100 Capex. Mal schauen, ob wir da noch einen Walker aus den beiden. Das wäre top. Wir haben jetzt schon zwei nacheinander. Drei nacheinander. Auf geht's. Guck mal. Was ist denn hier los heute? Wir lacken ja richtig rein. Portugal. Okay, das muss Bernardo sein. Der andere wäre ja. Wäre ja ein Innenform gewesen, aber trotzdem 87er. Auch gut. Vielleicht noch ein, zwei 84er dahinter. Ein Grimaldo ist okay. Kunde UCL sollte auch nochmal so 3, 4K eigentlich kosten. So sieht's aus. Kann ich aber, wie gesagt, speichern. Grimaldo speichere ich auch erstmal. Mal schauen bei den Doppelten. Maguire, okay. Da war jetzt nicht mehr so viel mit dabei, aber ich sag mal so, wie es ist. Drei Walkers. Ich hatte mir zwei gewünscht. Und wir haben jetzt sogar noch eins übrig. Schauen wir noch ins letzte rein. Wir haben 91er Kimmich gezogen. Ich bitte euch. Das war jetzt schon top. Ja, das ist jetzt kein Walkout mehr. Macht nichts, ist sogar noch ein Inform. Jetzt noch ein Spanier. Leibold. Nee. Younes. Ah ja. Aber ganz ehrlich, sind 10k, die der wieder wert ist. Vielleicht noch ein 85er dahinter. Na, ein 83er. Okay, also von der Bewertung her war die jetzt nicht so gut. Da haben wir unser Glück aufgebraucht mit dem 91er Kimmich. Und der kostete halt 400k, ne? Das war halt mit Abstand unser teuerster Spieler, den wir gezogen haben. Nach Mbappé, glaube ich. Weil sonst ein 400k-Spieler kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir noch einen hatten. Natürlich untauschbar, ist ganz klar. Deswegen, naja, so viel kann ich mit dem nicht anfangen. Ich werde ihn halt ein bisschen zocken, wie schon gesagt. Aber das war top. Ich meine, für Gold 1, was will man mehr? Wir haben den Leibold in Rot, den wollte ich haben. Wir haben einen Akanji in Rot. Der ist auch richtig gut spielbar. Wir haben den Kimmich gezogen. Wir hatten sonst noch Ederson und Bernardo Silva als Walkout. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, bei euch war es auch gut. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.